Ja, herzlich willkommen zum Wirtschaftstalk von der Freien Christengemeinde Wels. Mein Name ist Josh Lambert und mit mir hier ist der Herr Felix Penwieser. Und wir dürfen heute ein Gespräch führen über die wirtschaftliche und finanzielle Lage, in der wir uns als Gesellschaft gerade befinden. Wir wissen alle, wir machen gerade eine ziemlich herausfordernde Zeit durch wegen der Corona-Krise. Es gibt viele Fragen, viele Dinge, die Menschen beunruhigt und viel Ungewissheit. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen über das Reden versuchen, ein bisschen Weisheit in die Situation zu bringen und einfach auch mit Gottes Wort Ängste zu beruhigen und ja, einfach nach vorne schauen zu können im Lichte von dem, was Gott für uns bereitet hat. Und vom Format her ist es so, wir werden einfach dieses Gespräch miteinander führen. Wir werden das wahrscheinlich auch jetzt in einer gewissen Regelmäßigkeit machen und wir ermutigen die Zuschauer auch, wenn ihr Fragen habt bezüglich Finanzen, bezüglich der Wirtschaft, dann gerne einfach in den Kommentaren deine Frage reinstellen und wir werden diese Fragen dann auch mitnehmen dann in die nächste Folge, werden diese dann versuchen, so gut wie möglich zu beantworten und ja, uns gemeinsam auf diese Reise begeben. Also sehr, sehr schön, dass du da bist, wir freuen uns total. Und jetzt mag ich kurz sagen, mein Gast hier ist der Herr Felix Penwieser und Felix ist ein Experte in Sachen Finanzen, hat auch ein Buch geschrieben über Geldanlagen und über Versicherungen und so. Genau, also alles, was man über Geld wissen sollte und alles, was man über Vorsorge wissen sollte. Genau. Ein kleiner Ratgeber, also zwei Ratgeber. Genau. Und hat ganz viel zu sagen zu diesem Thema, bist der Experte in diesen Bereichen. Vielleicht magst du ein bisschen dich selbst vorstellen, erzählen, woher du kommst und wie du zu deinem Wissen gekommen bist. Genau, okay. Danke, Josh. Also, ich bin mal verheiratet, habe zwei Kinder und komme aus Schwanenstadt. Ja. Und ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange also mit dem Thema eben Finanzen, schon seit über 30 Jahren. Ich betreibe ein eigenes Wirtschaftsberatungsbüro und habe das Wissen also akademisch mir angeeignet und auch mit sehr, sehr viel Erfahrung, auch wo ich selber also tätig bin bei verschiedenen Beteiligungen etc. Okay, alles klar, cool. Und also in deinem Büro, du beratest Leute selbst jetzt in Sachen Wirtschaft und so? Genau. Ich berate also Unternehmen und auch Einzelpersonen, also über das Thema Finanzen, Wirtschaft. Also ich bin quasi klassischer Unternehmensberater in dem Sinne. Ja, und diese Situation mit der Corona-Krise, so wie es jetzt ist, ist so wirklich für viele einfach so aus dem Nichts gekommen. Viele von uns waren unvorbereitet drauf. Es hat viele Fragen eben in die Luft geworfen und jetzt nachdem wir so lange in diesem Lockdown sind und Betriebe zugemacht haben und Kurzarbeit und all diese Dinge, gibt es viel Ungewissheit und finanzielle Herausforderungen. Viele Leute haben auch ihren Job verloren, solche Dinge. Wie würdest du jetzt die derzeitige wirtschaftliche und finanzielle Lage beschreiben? Wie würdest du beschreiben, das, was jetzt gerade so in der Gesellschaft abgeht? Ja, also Anfang möchte ich vielleicht also sagen, dass ja im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, warnt uns ja Jesus in der Endzeitrede bereits, dass es zu Epidemien, Seuchen und so weiter kommen wird. Also das heißt, da weiß man wieder, dass die Stütze und die Wahrheit des Wort Gottes ist. Ja. Yeah. Aber nichtsdestotrotz hat das jetzt massive Auswirkungen also, im wirtschaftlichen Bereich gemacht. Ja. Was ist konkret passiert? Ja? Durch diesen Lockdown, also durch dieses teilweise Zusperren der Wirtschaft, also durch die Ausgangsbeschränkungen, ist es natürlich jetzt dann zu massiven Verwerfungen also auch an den Finanzmärkten gekommen. Also es sind die Börsen sind also massiv gefallen. Ja? Es ist sogar also kurzweilig zu einer Austrocknung also an den Kapitalmärkten gekommen. Also das hat man also gesehen, dass zum Beispiel im Anleihebereich gewisse Anleihen also nicht mehr handelbar waren. Also, aber das hat man nur im Hintergrund ein bisschen mitbekommen. Und da ist dann also die Notenbank, also die EZB, massiv eingeschritten und hat also da den Geldhahn sozusagen einmal aufgemacht, damit also diese Liquidität einfach, damit das
Finanzsystem nicht auftrocknet, nicht austrocknet, damit es zu keiner Ansteckungsgefahr im Finanzsystem kommt. Weil der Unterschied, wenn ich das nur ganz kurz erklären darf, ja, zwischen der Finanzkrise 2008 und der Krise, die wir jetzt haben, ist ja der, dass ja in der Finanzkrise war ja das Problem, also die Banken, da ist das Problem von den Banken ausgegangen. Und jetzt in dieser Krise, ja, durch den Lockdown sozusagen, kommt das Problem von unten her aus der Wirtschaft. Mhm. Und um das Finanzsystem also nicht zu infizieren, ja, um jetzt im Terminus also der Virologen zu bleiben, haben die Notenbanken jetzt alles einmal gemacht, um das einmal zu bekämpfen. Und das war auch gut so, muss man jetzt mal so sagen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist das, dass jetzt auch die Staaten hergegangen sind, ja, und sich jetzt verschulden, ja, weil jetzt quasi ein Regenschirm also gespannt wird über die Wirtschaft und über die Wirtschaftsteilnehmer, wie eben zum Beispiel Österreich, Kurzarbeit, ja, die ganzen Wirtschaftshilfen, die jetzt angedacht werden. Und das kommt jetzt natürlich zu einer massiven Staatsverschuldung auch. Ja. Was aber, muss ich auch sagen, für Österreich an sich kein Problem ist, weil Österreich ja sehr gut dasteht, ja, weil wir in der Vergangenheit also unsere Schuldenquote schon entsprechend heruntergefahren haben. Okay, alles klar. Ja, stimmt, das ist die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und viele Leute haben die Auswirkungen von dieser Krise auch persönlich jetzt gespürt und nicht nur im wirtschaftlichen oder finanziellen, auch die Leute, die selbst vielleicht auch erkrankt sind an Covid-19 und so. Es gibt viele, viele Seiten dieser Krise, wo Menschen persönlich betroffen werden. Aber wie denkst du, wird diese Wirtschaftskrise bzw. diese Finanzkrise, wie wird das einzelne Menschen persönlich berühren? Wenn sie nicht jetzt schon vielleicht schon es gespürt haben, wie wird es Menschen in der Zukunft dann auch treffen? Hm. Und was gibt es für Dinge vielleicht, wie man sich vorbereiten kann auf das, was kommt, beziehungsweise gibt es konkrete Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte, jetzt gerade in Vorbereitung auf das, was auf uns zukommt? Ja, also natürlich also, wird es die Personen also jetzt in unterschiedlicher Weise einfach treffen. Ja. Man muss da jetzt natürlich differenzieren. Es gibt Menschen, die jetzt dann arbeitslos geworden sind. Es gibt Menschen, die in Kurzarbeit sind und die gewisse Einbußen haben, die jetzt vielleicht auch gar nicht wissen, wie es mit dem Betrieb überhaupt weitergeht, ob jetzt aus der Kurzarbeit nicht vielleicht dann auch eine Arbeitslosigkeit folgt. Ja. Und es gibt auch Menschen, die jetzt ganz normal im Homeoffice weiterarbeiten, also da, wo sich auch nicht viel ändert. Ja. Es gibt auch viele Betriebe, die ganz normal arbeiten. Also es ist sehr, sehr, es ist unterschiedlich, einfach individuell, also auf jede einzelne Position einfach zu sehen. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die vielleicht an der Börse also Geld angelegt haben, die jetzt unter Umständen viel Geld auch verloren haben, auch die gibt es. Ja. Da kann ich einfach nur sagen, dass man hier ganz klar auch wiederum sieht, ja, wie es im Timotheusbrief heißt, dass man also dass man sich nicht auf den unsicheren Reichtum sozusagen verlassen sollte. Ja. Ja. Weil bei diesen Krisen sieht man ja immer wieder ganz klar, wie fragil eigentlich unser System in Wahrheit ist, ja, und wie schnell immer alles sofort sich quasi in Luft auflösen kann. Also das ist auch ein Punkt, ja, dass man einfach da das Herz am richtigen Fleck hat. Ja. Das ist einmal, aber jetzt einmal ganz konkret, ja, aus geistiger Hinsicht rate ich jetzt jeden einmal, sich auf Jesus zu fixieren, auf Jesus zu schauen. Mhm. Weil es ist so, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, ja, dann ist am besten, du schaust auf den, der übers Wasser gehen kann. Ja? Genau. Ja. Weil dann bist du mal in Sicherheit. Genau. Das ist einmal das Erste. Ja? Oder in, weil du so einen wunderschönen Namen hast, Josua, in Josua 1,8 steht, ja, ganz klar, dass du das Wort einsaugen sollst, sozusagen in dich, genau. über meditieren, einfach dich mit dem Wort beschäftigen, dann wirst du Erfolg haben. Also das ist jetzt die gute Nachricht eigentlich. Ja? Ja. Und ich kann nur jedem empfehlen, ja, als erste Empfehlung, sich jetzt wirklich
an Jesus hinzuwenden, falls er irgendjemand vielleicht ein bisschen abgebogen ist, ja, oder vielleicht überhaupt in die falsche Richtung rennt. Jetzt ist der Zeitpunkt, einfach auf Jesus zu schauen. Genau. Das ist einmal die Priorität Nummer eins. Ja. Dann ganz praktisch betrachtet, ja, ist es so, jetzt würde ich einfach die Leute, die jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, ja, einfach schauen, eine Haushaltsrechnung einfach auch zu machen. Ja. Ja. Einfach ganz klar schauen, die Kosten sozusagen, die man hat, ja, Einnahmen und Ausgaben einfach gegenüberstellen und auf den Prüfstand einfach zu stellen. Sich einfach die ganzen Verträge, die man so hat, ja, dass man sich die jetzt wirklich einmal vielleicht anschaut, was habe ich da überhaupt? Ja? Brauche ich gewisse Dinge überhaupt? Ja? Sich überlegen, das Konsumverhalten auf den Prüfstand einfach zu stellen. Ja. Sind Dinge immer notwendig? Ja? Oder tut es vielleicht weniger, aber dafür mit Qualität auch? Ja? Also das sind ein paar so Weisheiten, sage ich jetzt einmal so, die aber immer wieder in jeder Lebensphase eigentlich greifen. Ja. Dann ganz wichtig, meines Erachtens, ist das, was wir jetzt erleben, ist ein Digitalisierungsschub. Ja. Mhm. Und da empfehle ich einfach, sich entsprechende Fertigkeiten in diese Richtung auch anzueignen. Ja. Weil das wird absolute ein Zukunftsthema sein, dass man sich einfach weiterbildet, auch eben in diesem Bereich. Ja. Dann. Ja, was würde das bedeuten, wenn du jetzt sagst Digitalisierungsschub? Was würde das dann bedeuten, ganz praktisch? In welchen Bereichen sollte man sich dann vielleicht weiterbilden? Was sind Sachen, wo man schauen konnte, dass ich besser werde in diesen Bereichen? Genau. Also, wie gesagt, ich kann mir so vorstellen, ich meine, beispielsweise, was so Videokonferenzen zum Beispiel betrifft oder auch, wenn ich jetzt Unternehmer bin und dass ich mein Geschäftsmodell neu denke, vielleicht eine Hybridlösung mache, dass ich mir überlege, welche Prozesse kann ich jetzt digitalisieren, ja, oder wie kann ich auch digital meinen Kunden also abholen, auf meinen Kunden zugehen, ja, ihn zu betreuen. Einfach, dass man einfach diese Dinge, die vielleicht in Österreich dort und da eher vernachlässigt worden sind, mhm, dass man das jetzt aufholt und dass man da schaut, eben in diese Richtung geht, ja, weil wenn die nächste Epidemie kommt, ja, und die kann wieder kommen, ja, mhm, dass man einfach gut vorbereitet und auch gerüstet sind. Ja. Ja. Also, und diese Digitalisierungswelle, die wird trotzdem auch insofern voranschreiten. Ich meine, ich habe jetzt unlängst mit einem Unternehmer gesprochen, der mir erzählt hat, das Homeoffice funktioniert ganz gut, ja, und das wird auch nach der Krise zumindest für einen Teil beibehalten. Ja. Okay. Also gewisse Dinge, das wird oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Geschäftsflüge einfach reduziert werden, weil man das eh über Videokonferenzen auch, ja, gut lösen wird. Es wird nicht das Allheilmittel sein, ja, aber es wird zu einem großen Teil, denke ich, mit einfließen. Ja. Was wichtig ist, ist auch jetzt dann eine Vorratskammer sozusagen sich zu schaffen. Ja. Aber ich meine jetzt nicht eine Vorratskammer, in dem, wie man es im Haus hat, so eine Speise hat man früher gesagt, sondern in, ja, in Sprüche Kapitel 3, Vers 9 steht ja, die Erstlings, also bringt das, also die Erstlingsfrucht, ja, die, genau, Erstlingsfrucht, ja, und dann werden sich deine Vorratskammern, genau, füllen. Ja. Mhm. Das setzt voraus, dass ich eine Vorratskammer habe. Ja. Ja. Und da ist es so, dass unser Lebensstil, also generell in der Gesellschaft, ist ein bisschen zu überdenken, weil wir haben ja sozusagen just in time gelebt. Ja. Alles, was reingekommen ist, hat man ausgegeben. Ja. So, weil es ist eh alles. Ja, genau, so Hand zum Mund. So, genau, und das sieht man jetzt ja ganz klar, dass ja teilweise nach 4 Wochen kommt das Ganze ins Strudeln, weil keine Rücklagen, keine Reserven einfach da sind. Und wenn man sich jetzt bedenkt, ja, dass im dritten Buch Mose, Kapitel 25, steht es drin über das Sabbatjahr, ja,
dass ja Gott eigentlich ursprünglich ja vorgesehen hat, dass man 6 Jahre sozusagen arbeitet und dann überhaupt ein ganzes Jahr ein Sabbatjahr macht. Ja. Da sind die Felder nicht bestellt worden. Ja, genau. Heute übersetzt heißt das, da würden die Fließbänder würden stehen. Ja. Ja. Und das ging halt gar nicht mehr, weil alles so eng und so auf Pump sozusagen abläuft. Also das ist auch ein Punkt, Vorratskammern anlegen und der aber keine Vorratskammern hat, beziehungsweise der Schulden hat, unbedingt. Ja. Das ist ein absolutes Muss schon, würde ich fast sagen, Schulden abzubauen. Ja. Auf jeden Fall Schulden abzubauen. Ja. Ja. Weil Schulden versetzt dich in Unfreiheit und da muss man raus. Ja. Also Schulden abzubauen. Genau. Und, genau, alles klar. Ich denke, es ist vielleicht da wichtig zu sagen, in all dem, und eben weil du auch diese geistige Komponente auch immer wieder dazu bringst, was so gut ist, ist vielleicht da zu sagen, ist wirklich auch die Ruhe zu bewahren und nicht irgendwie in Angst und Sorge reinzukommen, weil wir sind als gläubige Menschen, als Christen nicht abhängig von dem Weltwirtschaftssystem, obwohl wir Teil von ihr sind, sondern wir haben einen Vater im Himmel, der sagt, dass er all unsere Nöte versorgen wird. Und wir können dem Herrn auch vertrauen. Und ich weiß, in meinem persönlichen Leben sehe ich es auch immer wieder. Gott kommt niemals zu spät. Er kommt spätestens rechtzeitig. Er versorgt uns mit all dem, was wir brauchen. Und wir wollen Weisheit anwenden in dieser Situation. Aber eigentlich, wenn man in Panik und in Angst und in Sorge ist, dann ist Weisheit normalerweise ziemlich weit weg. Genau. Diese zwei, Panik und Weisheit, gängen nicht Hand in Hand. Genau. Und da vielleicht möchte ich noch ganz kurz was dazu sagen, ja, über das Thema Weise. Und jetzt ist es ganz wichtig, auch wenn jetzt also keine Entscheidungen oder keine finanziellen Entscheidungen oder keine Investitionsentscheidungen zu treffen, die von Angst getrieben sind, sondern einfach wirklich in der Ruhe einfach die Dinge überlegen, ja, und in der Weisheit, also mit geführt vom Heiligen Geist, einfach die Dinge zu machen. Und in Ruhe. Und ich kann immer nur sagen, der Geist Gottes treibt einen auch nicht, ja, sondern da hat man Zeit, ja, weil er sagt dann wenn man zu langsam ist. Besser langsamer, wie zu schnell jetzt irgendwelche Ad-Hoc-Entscheidungen zu treffen, die dann meistens nicht die richtigen sind und dann zu Verlusten führen. Total. Gott hat auch gesagt, wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir ihn bitten, der gerne gibt und niemand schilt. Genau. Und jemand hat einmal gesagt, Wissen oder Erkenntnis ist es, zu wissen, eine Tomate ist eine Frucht. Aber Weisheit ist es, zu wissen, dass man Tomaten nicht in einen Fruchtsalat reintut. Also ja. Es ist nicht nur was Wissen, sondern es ist Wissen, wie man es anwendet. Genau, ja. Okay, also eine Frage habe ich noch. Und zwar, man hört ja vom Euro-Crash und besonders auch in sozialen Medien. Es gibt viele so Gerüchte und Theorien über, was auf uns zukommt. Euro-Crash und eine große Geldentwertung, die anscheinend kommen wird. Und das ist, weil die Banken jetzt eben vermehrt Geld drucken und so. Und die Frage ist, sollte man Währungen an Gold binden, so wie früher? Ist etwas so ein Ratschlag, was man immer wieder hört. Sollte man Währungen jetzt an Gold binden, so wie man es früher getan hat? Vielleicht, also diese Frage ist eine sehr interessante Frage, Josh. Ich möchte da jetzt vielleicht ein bisschen ausholen mit dem Thema Währungen. Ja. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass die Stärke einer Währung in Wahrheit immer also mit der Charakteristik der Volkswirtschaft also zu tun hat. Ich möchte vielleicht in Form eines Beispiels bringen, wenn man sich jetzt einfach hernimmt, also Deutschland, ja, man weiß genau, für was die Deutschen stehen, ja. Braucht man, glaube ich, niemanden erklären. Ja. Wenn ich mir jetzt hernehme, also ich nenne jetzt keinen Namen, ein Land, die dem Alkohol sehr, sehr zugetan sind, ja, dann weiß man das aus. Oder die den Drogen sehr, sehr zugetan sind. Ja. Und so ähnlich ist auch dann die Währung. Ja. Die Währung hängt immer auch sehr, sehr mit den Akteuren sozusagen einfach zusammen. Das ist einmal Punkt 1. Ja. Punkt 2, Goldstandard. Ich muss sagen, ich bin froh, ja, dass wir keinen Goldstandard mehr haben. Ja. Ich weiß, da wird
da sind jetzt viele, viele, viele auch andere Meinungen, ja. Mhm. Weil hätten wir jetzt den Goldstandard, ja, dann könnten jetzt die Notenbanken diese Feuerwehraktionen, die sie jetzt machen, ja, nicht machen, ja, weil natürlich das Gold stabilisiert und das stimmt, aber ich hab dann diese Möglichkeiten nicht. Und dann passiert das, was wir in den 20er Jahren einfach gesehen haben, ja, dass es zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen also für längere Zeit kommen wird, ja, ja. Zu einer Depression, ja, mit allen Auswüchsen. Ich meine, damals ist sozusagen Hitler entstanden. Ich will mir das gar nicht vorstellen, ja. Ja. Weil alleine, wenn man sich bedenkt, ja, wann in den Geschäften, ja, ums Klopapier ja sozusagen gekämpft worden ist, ja, ja. Obwohl eigentlich alles irgendwo verfügbar und alles in Ordnung war, ich will mir das gar nicht vorstellen, ja, wie wäre das anders. Ja? Ja. Und darum ist es gut, ja, dass die Notenbanken das jetzt machen. Ja? Aber jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, ja, da würde das Geld nichts mehr wert natürlich, weil wenn viel Geld einfach gedruckt wird, dann fällt der Preis. Ja? Kommt es zur Hyperinflation? Das war jetzt einfach auch deine Frage. Ja. Das glaube ich nicht, dass es zur Hyperinflation kommt, und zwar auch aus dem Grund, weil auch der Währungsraum zu groß ist. Ja? Wir haben den Euro, und das ist ein sehr, sehr großer Währungsraum, und da kann ich mir schwer vorstellen, dass es zu einer Hyperinflation kommt. Ja. Die Frage, ob der Euro zerbricht, das kommt dann natürlich auch immer wieder, gerade eben ja, wegen Italien. Glaube, da kann man auch Entwarnung geben, weil da ist letzte Woche ist das beschlossen worden, dass da auch Italien Hilfspakete einfach bekommt. Und es ist der politische Wille, ja, den Euro aufrechtzuhalten. Und deswegen denke ich, wird er auch halten. Ja. Und das andere ist das, ist mein Geld auf der Bank noch sicher, brechen dann die Banken zusammen und so weiter, ist natürlich das Nächste. Ich kann sagen, ja, die Banken sind sicher, ja, und ich brauche jetzt nicht unbedingt das ganze Geld von der Bank abheben und zu Hause einsperren. Habe ich vielleicht nur die Gefahr, dass das irgendjemand erfährt, der ja, nicht mein Freund ist und dann unberechtigterweise in mein Haus eintritt und sich das holen will. Diese Gefahren, die gibt es nicht, weil auch das Bankensystem ist auf sehr, sehr guten Beinen eigentlich. Ja. In Österreich also auf jeden Fall, weil also seit 2008 sind da gewisse Hausaufgaben gemacht worden, also von der Kapitalisierung, also da sehe ich jetzt keine Gefahr, und es wird alles getan, ja, von Notenbankseite und auch von staatlicher Seite, um das System aufrechtzuerhalten. Und deswegen glaube ich, braucht man diesbezüglich jetzt keine Panik haben oder da irgendwelche Handlungen unbedingt setzen zu wollen. Was das Thema Gold betrifft, ja, dazu habe ich immer schon empfohlen, dass man ca. 10% seines Gesamtvermögens, was man hat, in Gold haben sollte, weil das eine Art Krisenwährung ist, weil ja, im Endeffekt weiß man ja nie, was wirklich passiert. Ja. Mhm. Und dann bin ich immer auch auf der sicheren Seite. Also 10% von seinem Vermögen, genau, in Gold, ist es weise in Gold. Das ist weise in Gold. In Gold zu haben, ja. Einfach zu haben. Und das hat man jetzt auch gesehen. Die Aktienmärkte sind gefallen. Mhm. Und das Gold natürlich ist zwar kurzfristig sogar auch interessanterweise gefallen, ja, mhm, weil jeder wollte alles zu Geld machen. Ja. Ja. Aber das Gold ist natürlich schon angezogen. Also das heißt, da hat man das natürlich wieder auch ein bisschen ausgleichen können. Ja. Okay. Mhm. Interessant. Wow. Aber also ich finde jetzt in dem ganzen Gespräch, jetzt merkt man ein bisschen vom Muster her, von dem, was wir jetzt besprochen haben, ist, dass dieses ganze System ist absolut sehr fragil, sehr mhm, zerbrechlich. Und wenn so Ausnahmezustände sind, so wie jetzt, dann ist auch die Möglichkeit, dass das alles eben zerbricht. Und es gibt einige Punkte,
die man beachten kann, wo man weise mit seinem Geld umgehen kann, gut wirtschaften, gut haushalten mit seinem Geld. Oder zum Beispiel dieser letzte Punkt da mit 10% in Gold und so. Das sind gute, weise Punkte. Aber gleichzeitig in allem von dem muss man wissen, wo seine Sicherheit ist. Weil wenn ich meine Sicherheit jetzt irgendwie versuche, nur in diesem fragilen Weltsystem irgendwie eine Sicherheit aufzubauen, dann eigentlich ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit. Genau, richtig. Also hundertprozentig. Also jeder, der einfach dort seine Sicherheit sucht, ja, dem geht es ähnlich, also wie diesen das Beispiel aus der Bibel mit dem reichen Kornbauern, ja, der auch eben geglaubt hat, also ja, er baut eine größere Scheune und jetzt dann kann er sich's gut gehen lassen, weil jetzt ist er abgesichert, ja, und dann ist er quasi gestorben, ja, also das ist dann überhaupt nur mal der Super-GAU eigentlich für einen solchen, der jetzt glaubt hat, jetzt geht es ihm gut. Also das Ganze, die ganzen Güter der Welt, ja, das ist alles, wie du richtig gesagt hast, fragil, das ist keine Sicherheit. Der einzige Fels, ja, auf den wir unsere Sicherheit bauen können, ist unser Herr Jesus Christus. Ja. Und alles andere ist auf Sand gebaut. Ja. Mhm. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich einfach mich in dieser Welt auch bewegen kann. Ja. Ich sage immer so, mit beiden Beinen soll man auf der Erde sein, ja, aber einen Kopf soll man im Himmel haben. Und dass man auch sich mit diesen Dingen, also da kann man auch sich beschäftigen, Handel treiben, das ist nichts Böses, nichts Schlimmes. Ja. Aber ich muss wissen, im Verhältnis, ja, ich darf das nie als meinen Gott sehen. Oder es gibt auch viele, viele andere Dinge, die jetzt in dieser Krise sozusagen zutage kommen, diese ganzen kleinen Götter, sage ich jetzt mal so. Sei es jetzt dann, ja, ich kann jetzt nicht mehr auf Urlaub fahren, um Gottes Willen, die Welt bricht zusammen, ja. ja, oder Freiheit unter Anführungszeichen, ich kann mir jetzt nicht mehr fortgehen oder dieses und jenes. Und dem das alles so wichtig ist natürlich, ja. Für den bricht die Welt zusammen. Ja. Mhm. Der sein Vertrauen auf Christus baut, der wird es immer leicht haben. Weil die Freiheit ist in Christus. Und ob ich jetzt auch daheim sein muss, wegen dem bin ich trotzdem frei, weil die Freiheit Christus ist. Ja. Mhm. Und darum ist immer so, Christus zuerst. Das ist immer der Urratschlag. Und eines wollte ich vielleicht noch ganz kurz noch ergänzen, ja, weil ich das einfach vergessen habe. Ja. Die Frage mit dieser Staatsverschuldung. Ja. Ja. Ich meine, da hat ja in den 70er Jahren hat da unser Altbundeskanzler, der ehemalige Bundeskanzler Kreisky, so einen Spruch einfach eben getätigt, lieber sind ihm ein paar Milliarden Staatsschulden, also sind ihm lieber wie ein paar tausend Arbeitslose. In der Weise hat er absolut recht. Wenn das Haus brennt, ja, muss gelöscht werden. Und das ist wichtig, dass einfach die Wirtschaft wieder läuft und dass die Leute wieder in Beschäftigung kommen. Das ist immer das Allerwichtigste. Und da sind ein paar Milliarden Staatsverschuldung machen kein Problem. In Zeiten wie diesen, wo wir einen Nullzins haben, ja, macht es meines Erachtens überhaupt kein Problem, weil ja die Staatsverschuldung das laufende Budget nicht belastet, weil ja keine neuen Zinsen anfallen. Mhm. Ja. In den 70er Jahren, da war Hochzins, da haben diese Schulden wirklich dem Budget Geld gekostet, ja. Mhm. Was jetzt einfach nicht ist. Und der Staat zahlt ja seine Schulden ja nicht zurück, ja, sondern er rollt sie immer wieder neu. Das heißt, wenn eine Staatsanleihe abläuft, wird die wieder mit einer neuen, es wird wieder eine neue begeben. Ja. In Wahrheit zahlen sie es nicht zurück, sondern, jetzt werde ich vielleicht ein bisschen technisch, ja, wenn die Staatsverschuldungsquote sinkt, dann ist das deswegen, weil ja das Wirtschaftswachstum, also weil das Bruttoinlandsprodukt steigt und dann sinkt natürlich im Verhältnis auch die Staatsverschuldungsquote. Ja. Aber effektiv rückzahlen, ja,
tut der Staat das gar nicht. Ja. Aber das ist jetzt ein kleines Detail am Rande. Also da machen wir jetzt ehrlich gesagt keine großartigen Sorgen. Ja. Und was passiert jetzt mit der Inflation? Hyperinflation, haben wir gesagt, wird es nicht geben. Was aber meines Erachtens sein kann, ja, dass es dort und dort zu Preissteigerungen schon kommen wird. Ja. Ich denke mal gewiss unter Umständen im Lebensmittelbereich, dass das teurer wird. Dann kann ich mir vorstellen, handwerkliche Leistungen könnten teurer werden, weil man Handwerk kann man nicht digitalisieren. Ja. Ja. Das, ich meine, alles, was man digitalisieren kann, also da wird man keine großen Preissteigerungen bekommen. Ja. Aber alles, was nicht digitalisierbar ist, da kann es dann schon natürlich auch zu Preiserhöhungen kommen. Dann wird man natürlich schauen, dass man diese sogenannten Helden des Alltages, wie Supermarktkassierer und so weiter, die werden auch jetzt dann kommen und wollen mehr Lohn bekommen. Also das heißt, das wird auch, da wird man nicht Nein sagen können. Das wird politisch wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Ja. Und das wird sich dann auch irgendwo auf die Preise niederschlagen. Ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass es dort und da zu Preissteigerungen kommt. Zu massiven Preissteigerungen wird es kommen, ja, im sogenannten Asset-Bereich, also im alles, was Anlagegüter sind, ja, wie Aktien, auch Gold gehört dazu, ja. Also diese Dinge, weil da wird das Geld hineinfließen oder fließt auch schon teilweise hinein, da wird es in den nächsten Jahren zu massiven Preissteigerungen kommen. Mhm. Wow. Ja, ist gut zu wissen. Und da kann man sich da dementsprechend, da, wenn man möchte, kann man sich dann auch in diese Richtung dann auch vielleicht vorbereiten. Und wie du auch gesagt hast, mit dieser Haushaltsrechnung, Einnahmen-Ausgabenrechnung, das ist auch sehr hilfreich dann für das Umgehen mit Preissteigerungen, ganz besonders, wenn es um Dinge geht wie Lebensmittel und Dinge, die man braucht für den Alltag, damit man dann nicht irgendwie zum Schluss dann zu knapp irgendwie bei Kasse ist für diese lebensnotwendigen Dinge. Genau. Also das ist ein sehr guter Tipp. Genau, und ich glaube, wir sind jetzt da schon am Ende für unser heutiges Gespräch angelangt. Und da war jetzt sehr viel drinnen, was man sich mitnehmen kann, glaube ich. Und ich mag einfach vielen Dank sagen für deine Zeit. Vielen Dank für die Weisheit, die du jetzt da geteilt hast und dass wir einfach teilhaben dürfen an dieser Erfahrung, die du hast und alles, was du uns da jetzt da mitgeteilt hast. Und viele, die vielleicht zusehen, für dich ist es vielleicht ein bisschen fremd, dass wir so viel gesprochen haben, auch über Gott und über Jesus. Aber wir hier bei der Freien Christengemeinde, wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir glauben an ihn, er ist unser Erlöser. Und durch ihn sind wir Teil der Familie Gottes geworden. Und weißt du, Gott passt auf seine Kinder auf. Weil wir an Jesus geglaubt haben, und so sagt es die Bibel auch, sind wir Gottes Familie teilhaftig geworden. Und ich weiß, es sind gerade sehr unsichere Zeiten, es gibt sehr viel Schwierigkeit und Herausforderung, aber ich mag dir sagen, auch wenn du Gott vielleicht nicht persönlich kennst, er ist an dir interessiert. Er möchte auch dein Versorger sein. Und du kannst dein Vertrauen an Jesus Christus setzen. Und die Bibel sagt, jeder, der den Herrn anruft, der wird gerettet werden. Also egal in welcher Situation dass du bist, es ist nicht zu spät für dich. Gott liebt dich und er möchte dein Helfer, dein Versorger sein. Wir werden jetzt dieses Wirtschaftstalk werden wir in nächster Zeit auch mit gewisser Regelmäßigkeit werden wir es weiterführen. Und ich mag euch ermutigen, schreibt eure Fragen einfach in den Kommentaren unter diesem Video, jetzt auf YouTube oder wo auch immer du schaust, schreib deine Fragen als Kommentar dazu. Und wir werden dann in den nächsten Folgen werden wir versuchen, diese Fragen auch zu behandeln und werden versuchen, einfach gute Antworten darauf zu geben. Also lass uns einfach den Herrn vertrauen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid und auf das nächste Mal. Hey, schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis bald.